Hi ho, meine Freunde, herzlich willkommen hier zum Capital One Cup, das Viertelfinale. Die Wolves begrüßen uns den FC Liverpool an der Ivy Lane und das ist ein ziemliches Spiel, wo man sagen könnte, okay, wir sind der klare Favorit, aber das würde ich so gar nicht mal sagen. Man sollte die Wolves nie unterschätzen, man sollte generell keine Mannschaft unterschätzen. Und ja, das könnte hier auf jeden Fall passieren. Weil die Mannschaft nicht wirklich die Namen hat. Pass auf den Sigurdsson. Ist das der von Swansea? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der einzige, den ich kenne. Und wir spielen jetzt eigentlich so wie sonst auch. Eben weil ich den Gegner nicht unterschätzen will. Außer ein paar Auswechslungen aufgrund der Ausdauer wegen. Und ja, wie zum Beispiel Steven Gerrard. Das ist immer so ein leidiges Thema jetzt langsam. Der kommt halt ins Alter, wo er einfach nicht mehr jedes Spiel spielen kann. Deshalb hoffen wir, dass er zumindest, ja, noch lang genug spielen kann. Auf jeden Fall möchte ich ihn gerne so lange wie möglich behalten. Er hat ja auch einen langen Vertrag. Ansonsten wird es halt nur noch ein... Boah. Reservespieler, aber halb so wild. Liverpool führt durch einen Traumfreistoß von Christian Eriksen. Erstes Tor für ihn in dem Turnier. Sturridge fehlt heute auch. Auch eben ausdauerbedingt. Dafür ist Balotelli in der Sturmspitze und Lamela auf Balotellis eigentlicher Position. Aber naja. Oh gut, das war gut. Das war einfach gut. Da wusste ich bei der Flanke schon, der geht rein. Und das war dann ja auch so. Und schon ist es wieder unentschieden hier. Dicko macht sein viertes Tor schon in dem Turnier hier. Also, vor dem müssen wir aufpassen. Und das ist auf jeden Fall einer. Eben, das ist diese Sache mit dem Unterschätzen. Jetzt waren wir uns wieder zu sicher nach dem 1-0. Dann, naja... Dann kommt jetzt noch ein 2-0, ein 3-0, ein 4-0, dann war es das. Aber nee. Es kam sofort der Anschlusstreffer. Deshalb, ja. Oh, schön gemacht. Lamela, kriegt er den noch? Nee, schade. Und ja, ihr seht oben links, Coutinho, der fehlt immer noch verletzt. Der Junge fehlt immer noch verletzt. Das heißt immer noch, er hat 5 Tage Pause, Zwangspause wegen seines Ellenbogens, der sich anscheinend, der ihm ganz, ganz viel Aua macht. Deswegen spielt er jetzt erstmal nicht. Das nächste Spiel wahrscheinlich auch nicht. Das ist dann Champions League gegen Wolfsburg. Das Duell um Platz 1. Glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Dort brauchen wir jetzt ihn nicht unbedingt. Das ist ja noch Gruppenphase und wir sind auf jeden Fall weiter. Und ein Sieg gegen Wolfsburg wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Würde uns auf jeden Fall Mut... Ah nee, ich glaube, das Spiel ist noch gar nicht gegen Wolfsburg. Da kommt, glaube ich, erst nach West Ham. Und dann kommt... Oder Aston Villa oder irgendwie sowas. Und dann kommt erst Wolfsburg. Und dann kommt Crystal Palace, die unglaublich Platz 3 belegen momentan. Punktgleich mit Arsenal. Also insgesamt 10 Punkte hinter uns und das ist eine gelbe Karte. Das ist einfach nur ein dummes Foul. Und ja, hier haben wir die gelbe Karte. Nuad Dicko, übermotiviert. Ah, Balotelli sucht. Da Lamela, der kann den Ball super stibitzen. Lamela! Lamela! Den kann man schon mal machen gegen Kuschak. Er macht's nicht. Na, Foul von Eriksen, da schmeißt sich der einfach in den Gegner.
Wow. Nachschuss. Oh, Balotelli. Oh. Der dritte war dann halt drin. Der Torwart ist halt auch kein Spider-Man. Aber Kuschak, Respekt. Erstmal die Parade war gar nicht schlecht. Der Kopfball war auch stark rausgeholt. Und dann war das halt zu viel und zu schnell. Und Balotelli muss dann nur noch ins leere Tor einschieben. Das ist ja kein Problem für den Italiener. Balotelli. Carvajal ist inzwischen 80er, hat sich jetzt um einen Punkt gesteigert. Und das in der Zeit, dass Moreno bleibt immer noch auf 79 hängen. Naja, was soll's. Ich finde, der Gesamtwert von Moreno spiegelt gar nicht seine Leistung wider. Aber Balotelli ist jetzt durch. Zieht rein und schießt. Oh Gott. Den habe ich drin gesehen. Fuck. Ja, die Wolves kommen wieder. Sigurdsson, der... Oh, Dicko. Hätte da schon fast wieder das Tor geschossen. Unglaublich, der Junge. Was ist denn das für ein? Ah, Carvajal lässt da den Ball durch die Beine. Oh. Jetzt trauen sie sich aber was, die Wolves. Die sind ja in der Liga nur Platz 14 oder 15 oder sowas. Die kriechen also da ganz unten rum. Und kämpfen nun den Abstieg, während wir in aller Ruhe uns auf Platz 1 gemütlich machen mit 10 Punkten Vorsprung. Das ist schon ein immenser Unterschied. Deshalb, ja, verdiente Führung auf jeden Fall. Und wir schauen jetzt einfach nochmal, was Emre Can hier leisten kann. Gegen oder für, so, dann machen wir das so. Dann schon war Eriksen noch ein bisschen. Für ihn kommt dann Draxler auf die linke Seite und Jesil für Balotelli. Jesil, der immer noch ohne Tor ist, aber jetzt so langsam muss jetzt mal ein Tor kommen. Gegen die Wolves würde ich ihm auf jeden Fall eins zutrauen. Das ist ein Foul. Nein, das ist nicht okay. Ah, Allen. Schade. Oh, Draxler, guter Einsatz. Sakko. Sakko. Sigurdsson. Can. Vorteil läuft, aber wird abgepfiffen. Emre Can, der war ja 3 Monate verliehen. Und ist jetzt seit einigen Wochen wieder da. Kam noch nicht so wirklich in Fahrt. Aber bei ihm ist die Zukunft auch noch ungewiss, ob wir ihn verleihen weiterhin oder ob wir ihn vielleicht sogar verkaufen. Eine Entwicklung sehen wir ja nicht gerade. Deswegen... Aber er ist auch gar kein schlechter Spieler und in ihm ist auf jeden Fall Potenzial und deswegen möchte ich ihn nicht unbedingt verkaufen. Vor allem, weil wir für ihn eh nicht viel Geld kriegen würden momentan. Deswegen leihe ich ihn lieber weiterhin aus. Schicke ihn dann wahrscheinlich in der Transferphase in der nächsten... Oh, Dicko wird ausgewechselt. Was? Geht's denn gut? Eben, ja. So machen wir das. Verleihen ihn wahrscheinlich weiter. Wenn Thiago dann zurückkommt, wird für ihn sowieso kaum Platz sein im Mittelfeld, wo ich ihn nämlich sehe. Und der Innenverteidigung... Innenverteidigung? Nee, da passt er mir irgendwie nicht. Lamela. Schade.
Mohamed Yesil. Kommt vorbei. Und der Schuss war dann leider abgefälscht, aber das, dieses Durchlaufen war auf jeden Fall nicht schlecht. Wanyama, der Innenverteidiger, gegen Sigurdsson und gegen Sakho. Und Emre Can passt auf. Lamela startet. In der Mitte ist noch niemand, deswegen muss er es wahrscheinlich alleine machen. Oben kommt Draxler angerannt. Und der macht's auch. Und Kuschak fälscht den Ball ab. Jetzt geht auch noch der andere Leistungsträger, Sigurdsson. Oh! Jetzt werden wir aber leichtsinnig, was die Chancen angeht. Wobei Kuschak aber auch ein herrliches Spiel macht. Der hat da viel schon rausgefischt. Schade. Auf jeden Fall gut gedacht. Aber der Angriff geht direkt weiter. Erik Lamela. Oh, Allen. Gut kombiniert. Allen wird einfach weggedrängt. Aber wir sind immer noch hier in der Angriffsphase. Noch gute 10 Minuten auf der Uhr. Can. Schuss kommt nicht durch. Oh, und das war dann dumm. Und es kann im dummen Fall auch noch eine gelbe Karte geben. Und die gibt es ja auch. Oh Mann. Das war dumm. Und unnötig vor allem, 10 Minuten vor Schluss nochmal so ein Tackling zu führen. Obwohl man da eigentlich nur zum Ball wollte. Diese Flanke sollte, werde ich auch nicht verstehen. Oh, und der Abwurf war schlecht. Der Abwurf war schlecht. Gibt Wolves die Chance zum Ausgleich. Das gibt denen die Ausgleichschance, aber Adler pariert. Jetzt gehen wir einen Schritt defensiver hier. Oh, Abfälscher. Kommt jetzt. Jetzt ist die Möglichkeit da. Für einen Schuss oder irgendwas. Oh. Oh, oh. Flanke kommt nicht durch. Wanyama macht das super. Oh, und den hat Adler, den Ball. Also jetzt erstmal hier ein bisschen Ruhe. Dann nehmen wir diesen 2-1-Sieg gerne mit nach Hause. Ja, schade. Der Ball kommt nicht durch, aber das müsste eigentlich auch gewesen sein. Und da gibt es hier nochmal die Möglichkeit. Es gibt nochmal die Möglichkeit für die Wolves, hier nochmal auszugleichen. Was können die Wolves hier noch reißen? Oh, Adler. Adler, Adler, Adler. Und das war's. Das war's, Leute. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis zum nächsten Mal. Und ihr seht jetzt, ob Arsenal oder Chelsea weiterkam. Und ja, bis dann und ciao.